Bist du bereit? Immer. Was würdest du sagen, wie wichtig ist Ernährung, wenn es um High Performance geht? Das ist sehr wichtig. Es gibt ja dieses Sprichwort, du bist, was du isst. Und wenn du schwere Kost zu dir nimmst, dann bist du schlapp. Und ich habe das immer wieder bei mir gespürt. Immer wieder die Schlappheit. Es gibt zwei Motivationspunkte. Es gibt Freude und es gibt Schmerz. So, welche ist der größere? Schmerz. Warum? Weil die Menschen machen alles, um Schmerzen zu vermeiden und wenig, um Freude zu erlangen. Deswegen ist der Schmerz der größte Motivationspunkt. Wir bauen ja dieses Mentoring ja erst richtig auf, oder? Ich habe jetzt drei neue Verkäufer. Macht einfach, lass uns reden. Ich habe den Einstieg mal vorbereitet und gesagt, okay, dann schauen wir. Und dann kam es, okay, hier werde ich abgebrochen. Bei der dritten Passage komme ich nicht weiter, weil dann stellen die genau diese Frage. Okay, hinsetzen, umschreiben. Boah, ich denke, Bücher sind spannend. Ich habe hunderte von Büchern gelesen. Es kommt immer darauf an, mit was für Büchern beschäftigst du dich. Ich lese zum Beispiel, habe sehr viele Biografien gelesen von erfolgreichen Menschen. Und das motiviert mich dann im Leben, erfolgreich zu werden. Und du siehst auch, wie die es geschafft haben, wie sie es gemacht haben. Ich glaube, Bildung ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Du hast die Möglichkeit, dich weiterzubilden. Was die meisten machen halt den Fehler und lesen und lesen und lesen und kommen nie in die Handlung. Also hätte ich mein Leben lang nur Bücher gelesen, dann wäre ich heute kein Selfmade-Millionär. Also, kommt in die Handlung. So, wir sind auch fast da. Aber muss man im Leben mehrere Stufen gehen, um zum Ziel zu gelangen. Was machen wir jetzt aber? Das Problem ist, du bist jetzt nicht so anziehend für das nächste Shooting. Wo ziehst du dich jetzt um? Hier, vor allen Leuten. Das geht da so nicht. Leute. Nidi, fühlst du dich frei? Mega. Hast du immer Rolex in der Hosentasche einstecken, oder? Nein. Nur bei so Fotoshootings. Boah, ich finde, Schweiz im Vergleich zu Deutschland und Österreich, zu der Dachregion, ist schon stabil. Du hast hier Sicherheit, du hast hier viele, viele, viele gute Sachen. Wer ist die Fabienne und da fahren wir ja gerade hin, also was machen wir dort? Wie bist du zu Fabienne gekommen? Wer ist das genau? Fabienne, ja, es ist schwer, diese Frau zu beschreiben. Da habe ich ein paar Fans da draußen. Bin ich aufmerksam geworden durch das, dass ich Face Reading lernen wollte. Also ich habe vor circa 10, 12 oder 15 Jahren, weiß es nicht mehr, habe ich mich dafür interessiert, Gesichter zu lesen. Als ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, das ist ein Engel, bei der will ich gehen. Und ich bin einfach dorthin und dann hat sie mich gelesen. Das macht sie, glaube ich, so eine Stunde, eineinhalb Stunden. Das ist so faszinierend, was sie über mich herausgefunden hat, weil das ist nicht einfach so ein Face Reading, sondern es ist ein psychologisches Face Reading. Die Fabienne ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Immer wenn ich an sie denke oder über sie rede, dann will ich fast weinen. Manchmal kommen mir auch die Tränen, weil ich weiß, was dieser Mensch für mich und für meine Familie getan hat. Ich kann das wirklich nicht so gut in Worte fassen. Aber dieser Mensch verändert wortwörtlich Leben. Fabienne, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wegen dir. Echt? Ja. Du hast mich angerufen. Mhm. Das war so. Und ich war eigentlich mitten, ich war mitten in einer alltäglichen Arbeit, total nicht vorbereitet auf deine Energie. Und ich kam in Maschinengewehr. Ja. Extrem, du kannst mit dem Maschinengewehr und wolltest einfach alles wissen. Ich möchte das lernen, ich möchte so. Und du hast mir 100 Fragen gestellt und ich weiß noch, ich stand einfach im Treppenhaus, so völlig so mit dem Telefon. Okay. Langsam, ruhig. Wie würde ich denn Milan beschreiben? Ich glaube, das ist einer der größten Herausforderungen, ihn zu beschreiben, weil das ist wie wenn man ein Kind sieht und es beschreiben möchte. Man kann es nicht, man kann es nur lieben. Weil Milan ist wirklich, er hat so eine kindliche Energie und trotzdem kann er im gleichen Maß wie ein Vater sein, ein Bruder sein, ein Partner sein. Liebhaber habe ich keine Ahnung. Bin ich auch. Und. Kann ich mir vorstellen. Wie soll man etwas beschreiben, was man
in Worte nicht fassen kann. Also die Fabienne ist für mich nicht nur eine Mentorin, wenn es um Liebe und Achtsamkeit geht, sondern sie ist auch meine Schwester. Also ich liebe sie wie meine Schwester und sie ist auch mein bester Freund. Und ich kann mit der Fabienne über alles reden. Für mich fasziniert bei der Fabienne, dass sie von A bis Z über Gott und die Welt mit einem Menschen sprechen kann. Sie ist Expertin für Liebe, für Beziehung, für Partnerschaften, genau, Entschuldigung, Partnerschaften. Sie auch Sexualität, man kann mit ihr wirklich über alles sprechen. Und vor allem auch dieses Bewusstsein und Achtsamkeit kann sie einem wiedergeben wie kein anderer. Was mich vor allem bei der Fabienne fasziniert ist, und das ist auch etwas, was mich immer wieder zu Tränen rührt, weil in all diesen 2 Jahren, wo wir intensiv miteinander gearbeitet haben, habe ich immer geweint. Egal, ob wir uns im Restaurant treffen, auf der Straße oder irgendwo am See herumlaufen. Immer wenn ich dir in die Augen schaue, dann fange ich an zu weinen, weil du keine Vorurteile hast. Du wertest und bewertest nicht einen Menschen. Und ich wurde mein Leben lang gewertet und bewertet. Und wenn ich mit dir rede und mit dir spreche, dann spüre ich bedingungslose Liebe und das rührt mich dann immer zu Tränen. Mich schreiben immer wieder Leute an auf Instagram und es werden immer wieder dieselben Fragen gestellt. Wie kann ich reich werden? Wie kann ich so wie du erfolgreich werden? Wie kann ich auch so ein Auto fahren? Ich will, ich will, ich will. Und da stelle ich halt immer wieder fest, wenn ich mit diesen Menschen rede oder Interaktion gehe, dann sind die nicht bereit, den ersten Schritt zu tun. Und wenn ich mein Leben zurückdenke, dann bin ich ja nur aus einem Grund erfolgreich geworden, indem ich einfach nur getan habe. Einfach nur machen, ins Machen gehen. Ich habe nicht überlegt. Ich bin auch dankbar, dass ich keine große Schulbildung habe, dass ich nicht gebildet bin oder akademisch erzogen wurde. Und das Coole war auch damals, ich habe Anwälte, die verdienen ein Vermögen. Und der eine hat gesagt, Milan, du kannst dankbar sein, dass dein Vater kein renommierter Professor war und dankbar sein, dass deine Mutter nicht eine Ärztin war. Und ich so, warum denn nicht? Ja, sagt, sei froh, dass sie eine Krankenschwester war und dass dein Vater ein Lastwagenchauffeur war, weil sonst wäre aus dir ein Akademiker geworden und du würdest niemals dieses Geld verdienen, was du jetzt verdienst. Und das, was mich interessieren würde, deine Meinung ist, kann man Menschen beibringen, dass sie den ersten Schritt tun? Weil aus meiner Perspektive ist es einfach tun. Einfach machen. Aber wenn ich ihm das sage, kündige einfach deinen Job und geh dahin, dann kacken die sich in die Hose. Okay, wow, was für ein Ausdruck. Jetzt wollte ich eine Gegenfrage stellen. In all der Zeit, hast du nicht gemerkt, wie unterschiedlich diese Menschen waren? Weil du hast ja diese Retreats, wo du diese Menschen jetzt wirklich in der Begegnung ein Gespräch führen konntest und sie kennengelernt hast. Und da habe ich dich ja erlebt, da bist du ja richtig reingegangen in die Menschen. Was hast du da festgestellt? Es sind Ängste. Es sind Ängste, was noch? Zweifel und Selbstvertrauen. Viele haben wirklich ein schwaches Selbstvertrauen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, was wir bei den 79 Degrees eingebaut haben, ja. Die Module über Selbstvertrauen, indem ich die Leute auch durch meine Geschichten mitnehme und ihnen zeige, dass ich eigentlich ohne jegliche Vorkenntnisse, mir glaubt das niemand, ich habe keine Ahnung gehabt über Forderungsmanagement und habe in 4 Ländern Büros aufgemacht, da arbeiten mittlerweile über 60 Mitarbeiter. Ich habe einen Verlag ins Leben gerufen und ich weiß heute noch nicht, wie das funktioniert. Ja. Ja, und einfach ins Unbekannte zu springen. Ich bringe den Leuten auch bei, ins Unbekannte zu springen. So, und davor haben die meisten Angst. Fabienne, danke nochmal an dieser Stelle, ja, für diesen wundervollen Content, den wir hier zusammen teilen durften mit unserer Community. Ich danke auch dir, Milan, für deine Zeit, wie immer. Gerne. Morgen. Hey Mike, na, gut geschlafen? Ja, ganz gut. Selbst? Ja, super, super. Hey, komm, jetzt gehen wir Zürich-Uetliberg.
gehen wir rauf auf den Uetliberg. So, bevor wir jetzt auf den Berg hochgehen, möchten die Herren noch ein bisschen frühstücken. Ich persönlich frühstücke nie, ich gönne mir jeden Morgen ein Smoothie. Angst vom Autofahren. Es ist schwer, ihm so einen Tipp geben. Ich müsste mit ihm sprechen. Weißt? Ich müsste sehen, woher kommt die Angst. Wie hat er sich diese Angst verankert? Seit wann ist das da? Ich kann jetzt nicht salopp sagen, okay, steig ins Auto und denk an das und das und fahr los. Also ich müsste mich mit dem unterhalten. Also soll mir eine private DM schicken und da würde ich ihm gerne zwei, drei Fragen stellen und dann kann ich mal auf das eingehen. Eine Panikattacke. Der eine traut sich nicht, in den Lift zu steigen, der andere traut sich nicht, Auto zu fahren, hat Angst, im Tunnel reinzugehen. Habe ich alles gehabt. Und auch einer aus dem Private Mentoring, der hat jetzt nach 2 Monaten haben wir die Panikattacken aufgelöst. Aber es war ein Prozess, das kannst du nicht mit 2 Wörtern dem sagen und es ist weg. Sondern wir haben das durch Achtsamkeit gemacht, durch Meditation, durch den Gedanken, der diese Angst erzeugt, wahrzunehmen in dieser Situation und es mal auf die Seite zu stellen. Wie siehst du eigentlich allgemein die Verbindung zwischen Spiritualität und persönlichem Wachstum? Der Weg in diese Thematik hat wirklich mein Leben komplett verändert, weil die meiste Zeit meines Lebens, sag mal so bis zum 39. Lebensjahr, ging es darum, Geld zu machen. Und halt diese Reichtum, diese materiellen Sachen, habe ich auch alles erreicht. Aber ich hatte immer noch diese Leere in mir. Und durch die Spiritualität, respektive genauer gesagt durch Meditation, durch Achtsamkeitsübungen und durch Ayahuasca, habe ich mein komplettes Leben verändert und diese 3 Elemente habe ich sehr, sehr fest in meinem Alltag und mein Leben integriert und daraus hole und schöpfe ich Kraft. So, wir haben jetzt ein paar geile Fotos hier gemacht und wir gehen weiter Richtung Natur. Uetliberg und schauen, dass wir noch einen geileren Spot finden. Oder vielleicht in einem Beruf feststecken, der sich komplett finanziell am Leben hält und den sie jetzt nicht einfach von heute auf morgen beenden können. Was sagst du zu solchen Leuten? Was soll ich sagen? Ich sage genau dasselbe, wie ich es den Leuten sage, denen es nicht so geht. Und die größte Ausrede ist immer, ich habe Kinder. Ich hatte ein Kleinkind, ein Baby, die Angela war damals ein Baby, als ich das Risiko gewagt habe und in die Selbstständigkeit ging. Dann kam das zweite Kind und wir hatten Schulden, 4, 5 Privatkredite, aber ich habe trotzdem weitergemacht. Also, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Kinder hin oder her, Alter hin oder her, einfach nur tun, einfach machen. So, das war's mit Uetliberg, war richtig geil da oben, richtig coole Fotos gemacht und die Landschaft genossen, aber jetzt gehen wir ein bisschen in Zürich in die Innenstadt und machen ein paar richtig geile Fotos. Hi, wir sind jetzt hier in Zürich und wir schießen jetzt ein paar Abendbilder. Lasst euch überraschen. Das ist der Ort, der heißt, ne? Ja, schickt er mir nochmal 10.000. Hey! Wie geht's? Hi, gut. Zu Fontaines bin ich eigentlich 2015, 2016 gekommen. Wir haben die Firma Revolution AG gegründet, weil wir ein Gerät auf den Markt bringen wollten, was lästige Werbeanrufe unterbinden kann. Das war noch die Zeit, als ich über 200 Callcenter-Mitarbeiter hatte. Und wir haben von heute auf morgen einen Großkunden mit 70
der uns 70 Mitarbeiter abgemietet hat, haben wir verloren. Und damit wir die Leute nicht kündigen, haben wir dann die auch für andere Sachen beschäftigt und haben dann aus diesem Learning die Überlegung gehabt, ein Produkt auf den Markt zu bringen, wo wir eine Masse abdecken können an Telesales-Mitarbeitern. Und so haben wir dann die Idee gehabt, ein Gerät gegen lästige Werbeanrufe auf den Markt zu bringen. Das hat auch einen geilen Namen gehabt, Tel-Protector, verbindet ausgewählt. Das ist eine Kugel, ja, wirklich ein cooler Eye-Catcher. Und das war wirklich gedacht auch fürs Festnetz. Das heißt, man schließt das ein Festnetz an und hat das dann bei sich auf der Couch oder irgendwo. Und wenn du jetzt einen unerlaubten Anruf bekommst, dann klingelt das Telefon einmal und es leuchtet nur rot. Das hat auch ein Leuchtsystem gehabt, dann weißt du, okay, das Gerät hat jetzt eingeblockt. Wenn es geklingelt hat und orange geleuchtet hat, dann war es eine unterdrückte Nummer. Also konntest du immer noch überlegen, will ich da überhaupt aufstehen? Und wenn es bei grün geleuchtet hat und geklingelt hat, dann war es einer, der nirgends geblockt war. Und wenn du dann aufgestanden bist und ein unerwünschter Anrufer war, dann kannst du einfach draufhauen. Das ist auch wie ein Buzzer, also man kann da wirklich fest draufhauen. Und dann ist die andere Person geblockt. So, wenn 5 dieselbe Nummer blocken, dann gab es eine Synchronisierung auf alle Geräte. Und damit wollte man wirklich eine werbefreie Zone machen. Und ich habe dieses Gerät auch in 35 Ländern patentieren lassen. Also wir haben 3 Jahre daran gearbeitet, über 600.000 Euro investiert in diese eine Plastikkugel. Ja, danach wollte ich mir fast die Kugel geben. Also eine mega Geschichte. Leider kam es nie auf den Markt, weil wir, obwohl 12 Entwickler daran gearbeitet haben, gab es immer wieder Kinderkrankheiten und wir haben dann auch festgestellt, dass die größten Provider wie Swisscom, Sunrise, Cablecom alle 4 oder 5 Jahre die Router verändern, also muss man die ganze Technologien verändern. Eigentlich wollte man das als Abo verkaufen, als Mietgerät, und die Idee war auch, dass wir den Kunden halt auch noch so ein Flyer zur Verfügung stellen, ja, ein Flyer, Informationen über Telemarketing, und da habe ich damals meine Werbeagentur gefragt, wie könnte man den Flyer nennen, und dann kam die Idee Phone Times. So, und da entstand auch schon mal der Name, und durch das, dass wir das nicht auf den Markt gebracht haben, war mein Ehrgeiz dennoch so groß und ich wollte irgendwas mit dieser Firma machen. Und dann kam bei mir die Idee, Alter, ich habe ja vor 20 Jahren schon im Callcenter Magazine und Zeitungen verkauft, und so haben wir dann aus dem Nix ein Magazin lanciert. Daraus ist ein Verlag entstanden mit heute knapp 18 Mitarbeitern, ja, fast 200.000 Umsatz pro Monat. So, ich habe jetzt mal eins meiner Unternehmen, Phone Times, kennengelernt und jetzt fahren wir wieder nach Zürich zu der lieben Fabienne und dort lernt ihr den nächsten Meister vom 79 Degrees kennen. Was sind die großen Unterschiede eigentlich zwischen dem Business und dem Life Excellence? Ja, wie es der Name schon sagt, Life Excellence geht es mehr ums Leben. Da geht es mehr um die Menschen, die mehr vom Leben wollen, die aus dem Hamsterrad ausbrechen wollen, die ja, ihre Ängste, ihre Zwänge, ihre Sorgen loswerden wollen, die aber auch lernen möchten, groß zu denken, wie man Ziele erreichen kann, wie man, ja, wie man aus dem Alltag ausbrechen kann, wie man sich Erfolgsmindset aneignen kann, die aber auch nicht verstehen, wie sie mehr Selbstvertrauen bekommen im Leben. So, für die ist das Life Excellence. Das Business Excellence ist dann mehr für Unternehmer, Selbstständige, also Leute, die bereits schon im Business sind, die skalieren wollen, die ihre Geschäfte noch weiter ausbauen wollen, und da unterstützen wir die Leute intensiv mit mehreren Mentoren, wenn es um Themen wie Mindset geht, Verkaufen, Kommunikation, Rhetorik, Mitarbeitergewinnung, dann haben wir auch Themen von Social Media, damit meine ich also wirklich alle Social Media Kanäle, wie man diese Kanäle befüttert, wie man das Ganze, den ganzen Content erstellt, bis hin zur Werbung, dann haben wir Positionierung, Branding und vieles, vieles mehr. Also eigentlich all die Bausteine, die ein Unternehmen braucht, um zu wachsen. So, jetzt gehen wir wieder zur lieben Fabienne und treffen da auch den Alex. Komm mal mit. Hallo. Dürfen wir? Oh. Hoi! Hoi, ciao! Schön, alles gut? Alles gut, das ist ja. 100 Jahre gesehen. Ja. 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 Alles gut? Danke, schläft.
Ja, alle Spitze. Alexander Zwerger ist ein Experte, wenn es um Finanzen, Steuern, Firmenkonstrukte geht. Hat ein sehr breites Wissen und er unterstützt uns einerseits auch beim Life Excellence, wenn es um Money Mindset geht, Business Excellence, ja, weil da steht er den Teilnehmern zur Verfügung. Per WhatsApp, aber auch in Live-Calls und hilft ihnen, wenn es dabei geht, welche Firmengröße das gewählt werden soll. So, wir waren jetzt bei Fabienne und bei Alex und wie ihr gesehen habt, haben wir hier wirklich zwei wirklich sehr, sehr starke High-Performer in ihren Bereichen, was euch natürlich zugutekommt im 79 Degrees Life und Business Excellence. Und jetzt gehen wir zu einem sehr guten Freund von mir, nämlich dem Dr. Alas. Er ist in Zürich am See, hat da seine Praxis. Und zu einem High-Performance-Mindset gehört auch High-Performance-Gesundheit. Und was wir da genau machen, das sage ich euch gleich. Ich habe nicht immer auf meine Gesundheit geschaut. Ja. Ich sage mal, die letzten 5-6 Jahre achte ich bewusst darauf. Ich lasse mich auch weiterbilden in dem Ganzen. Wie gesagt, ich praktiziere Yoga, Meditation, Achtsamkeit, schaue, was ich esse, schaue, was ich mir drauf schmiere und schaue aber auch, wie fühlt sich das da innen an, anhand von Laborwerten. Also ich gehe mich immer wieder abchecken und schaue, habe ich irgendwelche Defizite. Ich finde, es ist sehr wichtig, weil zum Beispiel auch die meisten haben Omega-3 viel zu wenig, dann haben sie B12 viel zu wenig. Und das wirkt sich mit der Zeit auf. Du wirst schlapper, du wirst müder. Und das Ganze kann dann natürlich auch in nicht nur im Mindset drüber gehen, sondern dann wirklich auch zu einer ernsthaften Krankheit sich heranwachsen. Deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dass man sich auf sich schaut und die ganze Zeit auch immer wieder überprüft, wo man steht. So, jetzt sind wir da beim Dr. Alas. Ich nehme jetzt ein bisschen mit in die Praxis und zeige euch was. Joachim, hey! Hey, mein Lieber, ich grüße dich. Alles gut? Doch, alles ja? Gut soweit. Schön, dich wieder mal zu sehen. Ja. Sehr gut, wie geht's dir? Ja, super. Sie macht das auch sehr gut, weil normalerweise lasse ich mich nicht gerne stechen, weil das piekst immer so hart. Und bei ihr fühle ich das gar nicht, wenn die Nadel da reingeht. Die haben mich schon die ganze Zeit gefragt, was bekomme ich hier alles? Und du weißt ja, jedes Mal, wenn ich komme, kann ich ja selber nicht repetieren, weil das immer also ganz viele Sachen sind. Und ich bekomme ja jeden Monat oder zwei Wochen komme ich ja und bekomme ja die ganzen... Ein Power-Cocktail. Genau, ein Power-Cocktail. Was ist da alles drinnen? Ja, also letztlich musst du wissen, sind wir deine Kernkraftwerk-Booster. Mhm. Also das, wo die High-Performance herkommt. Heute kommst du die gekürzte Version, ATP hochdosiert. Das ist ja die Energie- und Währungseinheit in deinem Körper, womit du die ganze Energie abspalten kannst für dein Gehirn, für deine Stoffwechsel und Muskel und so weiter. Elektrolytsalze, Powerpot, einfach ganz breite Komplex, wo alle drin sind und paar B-Vitamine und ja, dann schauen wir, was wir dir heute noch Gutes tun können. Geil, cool, ja. Bin gespannt. Boah, also jetzt fühle ich mich wie ein Mensch 3.0, ja. Also voll aufgeladen, aber ich bekomme jetzt auch ein bisschen Hunger. Und da ja meine österreichischen Freunde sich geäußert haben, dass sie Bock auf Steak haben, dann gehen wir zum ganz besonderen Steakhouse. So, jetzt haben wir richtig geil Abend gegessen und endlich schaffen wir es auch rechtzeitig zu Hause anzukommen und früh ins Bett zu gehen. So, ich hoffe, dieser kleine Trip hier in Zürich hat euch gefallen. Falls ihr mehr von solchen Vlogs haben möchtet, dann schreibt mir in den Kommentaren und vergesst nicht, Daumen hoch. Ciao.